So, wir sind hier jetzt im Gebiet der Freimaurer, die Geheimloge unseres Servers. Eigentlich nur ein Begriff dafür, dass die meisten Admins dieser Gilde angehören. Hier sehen wir gerade einen unserer Admins, es ist Fuzzy Cloud. Er hat mir gerade einen ausgegeben, dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ansonsten könnte es passieren, dass ich hier noch während des Videos sterbe und das wollen wir ja nicht. Wir sehen, der Weg ist auch schon sehr schön mit diesen Treppen, sehr schön gemacht und das ist auch ein sehr, sehr hochgelegenes Quartier. Ich muss sagen, ich bin hier jetzt zum ersten Mal drin. Ich bin gespannt, was ich hier so finden werde. Also, das könnte jetzt doch ganz interessant sein. Hier, oh, auch sehr schöne Fenster. Also man merkt wirklich, die Freimaurer haben sich durchaus Mühe gegeben. Allerdings weiß ich das, ui, und so viel Gold. Na, wenn da mal nicht jemand, aber es sind ja die Admins, die dürfen sich die Items wohl geben. Jetzt gehen wir mal nach oben. Ich bin gespannt, was wir finden. Ah, ja, hier haben wir, glaube ich, eine, genau, das ist auch eine Kampfarena. Hier fand das erste PvP Gotcha-Turnier statt, also das heißt einfach mit Pfeilen. Und bei dem Code früher, da war es noch sehr, sehr, sehr ruckelig. Das würde ich sagen, ging relativ stark in die Hose. Jetzt hoffe ich, dass ich irgendwie hier noch einen Weg nach oben finde, um euch noch ein bisschen Ausblick zu geben und nicht nur hier die unteren Stockwerke dieses wunderschönen Terrains zu zeigen. Im Notfall könnte ich hier wahrscheinlich hochklettern, aber ja, machen wir das mal kurz. Ja, das Klettern, das macht Spaß. Wahrscheinlich kann ich hier nichts abbauen. Nein, das war klar. Gut, dann brauchen wir doch einen anderen Weg. Schade eigentlich. Nun, wenn ich jetzt nicht bald einen finde, werde ich es wahrscheinlich auch lassen und euch mit einem einfachen Rundumblick hier entlassen. Aber ich werde auch noch die Kathedrale anfügen. Wie gesagt, ich finde, es ist mit das schönste Bauwerk in ganz Myrtana. Und es ist auf jeden Fall einen Blick wert. Jetzt sind wir doch schon ziemlich weit oben. Ich denke, das kann sich schon mehr sehen lassen. Wir haben übrigens auch eine Live-Map, falls ihr euch die ganze Karte mal angucken wollt. Wie gesagt, unten in der Description ist der Link zum Forum. Ihr könnt gerne mal reingucken, schauen, was euch erwartet. Ja, das sieht ganz interessant aus. Ich denke, jetzt sind wir auch auf dem richtigen Weg. Was ist denn hier drin? Hier ist wohl wieder ein Abgang. Da wollen wir nicht hin, wir wollen weiter nach oben, um dieses wunderschöne Städtchen anzugucken. Ich bin nicht sicher, ob die Stadt hier auch einen Namen hat. Das Quartier der Waldläufer ist der große Baum. Das Gebiet der Spartaner hat wohl auch keinen Namen. Das spricht für dich selbst. Und das Schiff der Piraten, das ist die Blue Moon. Angelehnt übrigens an die Black Pearl aus Pirates of the Caribbean. Ja, ich denke, wir gucken uns dieses Gemäuer hier noch an und dann werden wir zur Kathedrale gehen. Und danach gibt es noch ein ganz besonderes Schmankerl. Da will ich aber jetzt nichts spoilen. Da werde ich warten, bis wir hier sind. Gut. Also auf jeden Fall eine doch sehr atemberaubende Architektur, muss ich sagen. Da kann man den Freimaurer nur zu diesem wunderschönen Gildenquartier gratulieren. Aber wie gesagt, sie haben ja auch Adminrechte, von daher, es ist nicht ganz legit gebaut, aber das soll jetzt hier nicht weiter stören. Ich melde mich gleich wieder von der Kathedrale. Und ein letztes Mal. Nein, das ist noch nicht die Kathedrale, ich will nur, dass ihr seht, dass ihr hier nichts verpasst, außer wirklich langweilige Laufwege durch die Landschaft. Und ich denke, Landschaftsläufe, die kennt jeder Minecraft-Spieler zu Genüge. Wir sehen hier jetzt schon in der Sonne leicht die Kathedrale, die sich so langsam aufbaut. Wie gesagt, der Server ist noch auf Null Finanzierung Basis, also der Server steht bei einem Admin
im Haus und ist deswegen noch sehr günstig. Also hier haben wir unser sehr, sehr schicke Kathedrale. Auch hier ein bisschen Werbung für die Baumeister. Haben wir beide leider lange nicht mehr auf dem Server gesehen, aber das kommt. So, und nun kommen wir zu dem versprochenen Schmankerl. Ich werde euch noch das geheime Dorf der Piraten zeigen. Das Dorf heißt Hidden Dale, das heißt verstecktes Tal für alle, die dem Englischen jetzt nicht ganz so mächtig sind. Ich möchte ja keinen unwissend lassen. Das wäre doch schade. Ja, wir kommen hier noch an einem kleinen Friedhof vorbei. Ich denke mal, ja, also die Konstruktion ist jetzt nicht überragend, aber es passt ganz gut ins Setting. Wie gesagt, ich denke, hier könnte auch ein Dungeon ganz gut reinpassen. Gut. Dieser Weg ist sehr grün gemacht. Es ist nämlich, weil der Weg erst um Patch 1.6 angelegt wurde. Und wir erinnern uns ja, in 1.6 kann man mit Knochenmehl Gras züchten. Was finde ich wirklich gut für das Minecraft-Flair und vor allem für das Mittelalter-Flair geeignet ist. Gut, wir kommen in den Wald. Das ist Hidden Dale. Ich denke, die Architektur spricht hier für sich. Das Tolle ist, auf der Live-Map ist das fast nicht zu sehen. Und ja, also es ist für die Piratenmitglieder, die noch kein Geld haben, sich ein Haus in der Stadt zu kaufen, damit sie trotzdem an einem ganz, ganz besonderen Ort ihre Häuser bauen können. Das ist auch mein Startgrundstück gewesen, ein kleines Baumhaus. Wir können da noch kurz reingucken. Und ich habe mir überlegt, zum Abschluss will ich euch jetzt nicht damit entlassen, sondern nochmal einen Blick auf unser Gildenquartier setzen. Übrigens, es ist so, dass es nicht unbegrenzt Warps gibt. Es gibt nur einen, den man privat versetzen kann. Das wäre der Home Warp und eben einen für die Gilde, den ich jetzt gerade hier benutzt habe. Hier haben wir unsere vier Spezialräume. Das ist einmal die Arena. Hier. Eigentlich ganz lustig gebaut. Wir können hier auch Zombies erstellen. Und früher war es so, dass die Aufnahmeprüfung hier stattfand. Also es war nicht jeder gleich zugelassen. Jetzt haben wir das geändert. Dafür sind wir aber dazu übergegangen, jeden in der Gilde einfach sagen zu lassen, ja, der darf rein und der darf nicht. So wie es früher auch bei den Piraten eigentlich war. Also nicht natürlich bei allen Piraten, aber bei denen der goldenen Ära zum Beispiel. Das ist ein ganz besonderer Raum. Das ist das Redstone-Labor. Hier haben wir verschiedene Sachen ausprobiert, wie eine Alarmanlage, die wohl nicht mehr funktioniert. Ich glaube, ab 1.7 ist irgendwie die Sache mit den Redstone-Schaltungen geändert worden. Aber ich merke, hier fehlen auch gerade die Redstone-Fackeln. Vielleicht liegt es auch nur daran. Hier haben wir eine 5 O'Clock. Hier haben wir noch die Möglichkeit aus Glowstone, Sandstone und um, nicht Sandstone, Nether Sand zu machen und umgekehrt. Und hier hat man die Möglichkeit, die Sache anzubrennen. Hier ist ein kleines Gewinnspiel. Dieser Code wird immer umgelegt und je nachdem, wer ihn knackt, der bekommt dann meistens ein paar Diamanten, die man sich ansonsten erstmal aus der Erde graben müsste, was ja nicht jedem seine Sache ist. Hier haben wir noch ein kleines Flood Control Ding gemacht. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht weiter zeigen. Falls es euch interessiert, könnt ihr ja auf YouTube schauen, wie es funktioniert. Wir enden unser Video mit, ich ende mein Video mit einem kleinen Blick in die Kantine. Auch ein kleines Plugin, damit die Tische ein bisschen schicker gemacht werden können. Hier sehen wir auch nochmal die große Farm im Hintergrund. Auch sehr schick gemacht. Und hier können sich unsere Leute Essen kaufen. Viel günstiger, als es in den anderen Shops der Fall wäre. Ich hoffe, und mein kleiner Rundgang hat euch Laune gemacht. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch neue Leute finden dadurch. Das wäre schön. Ich verabschiede mich und einen schönen Tag euch allen.